Ich kannte die beiden vorher noch nicht. Ein Kollege und Freund und Kameramann von mir, der Wolfgang Wäsche, der trat eigentlich im letzten Jahr auf mich zu und meinte, wir wollen für den Michael Fritzke, also der den Elvis präsentiert, einen Musikclip erstellen und drehen. Und so ist eigentlich der erste Kontakt zustande gekommen. Und der zweite Kontakt zu Ruslan ist eben durch einen Videofilm, den ich in der Strandbar in Braunschweig gemacht habe, zustande gekommen, weil er dort getanzt hatte. Das war so eine kubanische Veranstaltung in der Oka Cabana. Ja, so sind diese Sachen also dann zusammengekommen. Und da es unterschiedliche Charaktere in der Musik- und Stilrichtung sind. Der Michael ist da so ein bisschen den Elvis auf der Spur oder nicht nur auf der Spur, er lebt also wirklich diesen Mann und diese Stilrichtung. Und Ruslan ist so ein Swing, Entertainer, Showman. Also, und so haben sich diese beiden Sachen eigentlich zusammengefügt und wo wir gesagt haben, okay, dann machen wir so dieses Projekt raus. Die Tanzschule Häusler Kwiatkowski unter der Leitung von Kirsten Hupe hatte eine Performance einstudiert, die Lust auf Mittanzen machte. Ich zitiere mal eine kurze Zusammenfassung aus künstlerischer Sicht von Russ Ferrer über sich selbst. Ein Frank Sinatra singender, Michael Jackson tanzender, multilingualer Entertainer, dessen Anliegen es ist, mit seiner Stimme die Herzen der Menschen zu berühren. We'll just fly. Hinter dem Künstlernamen Elvis Why Not steht eine nicht alltägliche Lebensgeschichte und eine außergewöhnliche Persönlichkeit mit tatsächlichen Bezügen zum echten King of Rock'n'Roll, Elvis Presley. Es gibt viele tolle Künstler, die einzigartig in ihrer Art wirklich sind und die es einfach verdienen, auch mal so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu rücken. Und da finde ich also wirklich diese Idee und die Möglichkeiten, hier im Bahnhof vor vielen Leuten also wirklich mal aufzutreten und das also auch ehrenamtlich und ohne Geld durchzuführen.
Life is tough when you find you've got it all and you're not satisfied. People try to lead you astray, but I ain't gonna fall for the games that they play. I know all the dangers of fooling with strangers. You are my one temptation. You are the one I've no resistance to. Baby, it's you. You are my one temptation. You give me the thrill that I'm addicted to. You're my one temptation. You can look, you can touch. Nothing is free if you pay too much. When there's talk on the street and the pressure is high, one more than you've got. Don't hear what they're saying day in and day in. You are my one temptation. You are the one I've no resistance to. Baby, it's you. You are my one temptation. You give me the thrill I've no resistance to. Schnell noch einen Kaffee to go in die Hand und im Laufschritt zum Bahnsteig. Nicht so an diesem Samstag. Bei herrlichem Sonnenschein fuhren die Künstler mit einem Cadillac, einem Mustang, begleitet von mehreren Harley-Davidson, auf dem Bahnhofsvorplatz vor. Von mehr als 300 Leuten wurden sie bereits in der Halle erwartet. Um 12 Uhr mittags wurden wir eingeladen zu dem Musikevent mit Tanz und Swing und Rock'n'Roll. Da staunten die Besucher und Fahrgäste der Deutschen Bahn nicht schlecht, als sie in der Bahnhofsvorhalle einem Aufgebot von mehreren Fernsehkameras, einem Mischpult, Fotografen und Mikrofonen gegenüberstanden. Was war der Grund für dieses Aufgebot? Russ Ferrer und Michael Fritzke alias Elvis Why Not traten dort auf und sangen Musik im Stil von Elvis und Frank Sinatra. Für die Besucher ein kostenloses Vergnügen. Auch die Performance der jungen Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Häusler-Kwiatkowski unter der Leitung von Tanzlehrerin Kersten Hupe erfreuten das Publikum mit ihrer tollen Tanzeinlage und ihren perfekt ausgewählten Kostümen. Die Jungs mit weißen Hemden und schwarzen Schlapphüten, die Mädels in Tupfenkleidern und Petticoats. Das ganze Event wurde von dem Filmproduzenten Lutz Bierwirth gefilmt, was sicherlich noch für zusätzliche Spannung bei den Akteuren sorgte. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on at Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Thank you.
like a flower bending in the breeze. Bend with me and sway with me. Okay. Oh, well, bless my soul, what's wrong with me? I'm with you like a man on a fuzzy tree. My friends say I'm acting wild as a bug. I'm in love. I'm all shook up. Come on, here we go. Baby, don't you know? Can you feel it when we touch? I will never, never let you go. I'm holding you so much. Fly me to the moon. Let me play among the stars. Fill my heart with song and let me sing forevermore. Say I'm ready, crazy little thing I love, crazy little thing. Elvis ist tot, wer sagt denn das? Elvis war Notch and the Bassman und Russ Ferro als Frank Sinatra sowie die Tänzerinnen und Tänzer der Tanzschule Häusler Kwiatkowski boten eine Stunde lang eine tolle Show mit Swing und Rock'n'Roll am Braunschweiger Hauptbahnhof. At Jupiter and Mars, in other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I think for and adore. In other words, please be true. In other words.